Mir wird so langsam klar, dass sich jetzt mein Leben dann in ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr dann komplett ändern wird, wenn ich mit der Schule fertig bin. Was das Abi angeht, ist es relativ bald. Und glaube ich, noch viel Arbeit, was mir jetzt in den nächsten halben Jahr auf mich zukommt. Aber ich freue mich schon drauf, dann unabhängig zu sein und Studium anzufangen. Ich habe eine Krankheit. Das Schlimme ist eigentlich nur die Gesellschaft, die eben Angst hat vor dieser Krankheit. Und ich bin jetzt langsam im Alter, wo ich es jemandem sagen wollen würde. Und das Schlimmste an der Krankheit ist eigentlich nicht die Tatsache, dass ich eventuell sterben könnte, sondern einfach die Tatsache, dass wenn ich es jemandem sage, dass ich dann irgendwann alleine bin, dass ich keinen mehr habe, irgendwie. Ich hoffe auch, dass meine Freunde mich verstehen, warum ich aus der ganzen Sache ein Geheimnis machen musste. Sieht aber auch sehr interessant aus. Wahnsinn. Yeah. Die haben sich 40 Minuten lang Mund zu Mund geatmet und tun sehr viel Kunst. Vor allem schön. Sechs hat schon. Was muss man da überhaupt machen? Man muss das da unten machen. Man muss diesen komischen Brief schreiben. Und man muss das jetzt abschicken und dann wieder so Zeit für die Szene. Ich habe Kunstklausur jetzt die ersten zwei Stunden. Es tut uns echt wahnsinnig leid, aber was ist unsere Hausaufgabe trotzdem? Das ist doch nebenbei. Ich habe bei der letzten Klausur auch die Theorie total verkackt. Ich mag das ja total gern, in der Gruppe zu sein. Mit Gleichaltrigen. Klar bin ich am Anfang auch zurückhaltend, aber dann mit der Zeit eigentlich gar nicht mehr. Ich bin ja eigentlich voll der aufgedrehte Mensch und rede ja so viel. Morgen. Das ist Statistik, nicht Wahrscheinlichkeit. Vor allem nächste Woche bei der Klausur kommt es. Es ist halt so, dass mich das Ganze schon belastet und ich sehr traurig bin, dass ich halt nicht drüber reden kann. Es ist halt einfach nur diese Angst, missverstanden zu werden von den Freunden, dass sie dann einen halt meiden. Versteckt, dann komm zu mir. Wenn du mitten in der Nacht jemand brauchst, der dich bewacht. Wenn du dich alleine fühlst, dann komm zu mir. Ich geh mit dir unendlich weiter, bin dein Glück, bin dein Begleiter, bin der zweite Mann in deinem Boot. Wo ich noch bei der Mama gewohnt habe, da ist es so ein Spielplatz gewesen. Und ich habe mich immer auf die Schaukel gesetzt und habe selbstgedichtete Lieder gesungen. Das mache ich jetzt noch. Die Colin war nur bis zum dritten Lebensjahr bei ihrer Mama. Und dann in verschiedenen Familien. Die Mama hat dann entschieden, dass es für die Colin gut wäre, dass sie hierher kommt. Obwohl ich glaube, dass das für die Mama eine sehr schwere Entscheidung war, weil man ja nicht so ohne weiteres sein Kind hergibt. Aber sie hat es gut mit ihr gemeint. Deine Mama war auch sehr intelligent. So wie du. Was schaust du da so? Glaubst du das nicht?
Nee. Warum nicht? Weil ich sie nicht so kenne. Weil ich kenne sie ja nur, wie sie im Bett liegt und so. Ja, das hat ja nichts mit der. Ja, aber ich habe nie gemerkt, dass sie irgendwie intelligent ist oder sowas. So. Also, ich traue mich wetten, nachdem ich deinen Papa ja auch kennengelernt habe, dass du dein geistiges Potenzial von deiner Mama geerbt hast. Und ich habe dir auch erzählt, dass die Mama ganz besonders traurig war, als sie merkte, dass sie dir die Krankheit übertragen hat. Da ist die fast verrückt geworden. Vor Kummer. Und das hat dich doch dann so überrascht, weil du das nicht gedacht hast. Mhm. Also deine Mama hat dich sehr geliebt, Corinne. Du möchtest gerne heiraten und Kinder haben. Das hast du zu mir mal gesagt. Was ist dir dann da wichtig, wenn du deine Kinder erziehst? Dass sie sehen, dass ich sie liebe. Mhm. Ich habe es bei der Mama nicht gesehen. Du hast es nur gesagt, dass ich sie liebe, aber ich kann es irgendwie nicht so ganz richtig greifen, weil ich sie auch nie gesehen habe. Nicht gespürt oder gesehen? Beides. Also gespürt vielleicht schon, aber manchmal einen Kuss, aber ja, das hat mir auch nicht recht viel bedeutet, wenn sie mir einen Kuss gegeben hat oder wenn sie es überhaupt gemacht hat. Ihr wisst nicht mehr. Meine Mama hat mich geliebt, hast du gesagt. Das ist so. Ganz sicher. Das weiß ich wirklich. Ich habe ganz früher gedacht, ich einfach, meine Mama will mich nicht mehr haben, wo sie mich weggetan hat. Oder irgendwie so. Weil da war ich noch klein, da konnte ich es nicht verstehen. Das kann ein Kind nicht verstehen können. Dass ich heute bei Alisa schlafen kann, die ist so ziemlich in meinem Alter. Und die Tabletten muss ich noch mitnehmen. Das sind jetzt aber nicht alles deine Tabletten. Nee. Was? Aber du weißt genau, welche du nehmen musst. Das hast du gelernt, oder? Ja. Das habe ich an dem zweiten Lebensjahr. Ich meine, früher haben sie immer das Pulver, die sind ja so Pulvertabletten, immer in so einen Schokopudding reingetan. Und dann jetzt mag ich überhaupt keinen. Es schmeckt halt so kreislich, schmeckt, jetzt mag ich überhaupt keinen Pudding mehr. Ich muss ja Tabletten nehmen, damit das Blut gesund bleibt. Und darfst du das, wenn du woanders schläfst, normal immer sagen? Erzählst du das den Müttern da oder so? Nee, eigentlich nicht, weil die haben dann meistens immer so Angst und dann vielleicht, dass es so ansteckend ist, dass ich gar nicht mehr zu mir hingehen können, dann, dass ich vielleicht Freunde verliere oder irgendwie sowas. Fertig, Mama! Ciao, mein Schatz. Viel Spaß. Bis morgen. Danke, viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao. Hallo, Alisa. Hallo. Und wie geht's? Gut, und dir? Mir auch. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Nee, du, ich war im anderen Zimmer, gell? Jetzt haben wir Weihnachten umgesaut. Wenn du da schlafen magst? Mhm. Okay. Brauchst du die Decke nicht, oder? Nein, ist so warm.
Ja. Warum habt ihr den immer wegschmeißt? Schau mal, ist die leiser. Oh, ist die süß. Oh, die ist ja voll weich. Ja. Wo ist die hierher? Die habe ich im Zoo mal gekauft. Cool. Ganz brave Hunde bist du, gell? Ja. Sitz, Arthur. Sitz. Wir haben uns natürlich schon die ganze Zeit über Gedanken gemacht, wann können wir der Corinne sagen, welche Krankheit sie hat. Wir sind einfach so verblieben, dass wir gesagt haben, schrittweise bringen wir ihr das rüber. Ohne genau zu wissen, wann jetzt der Zeitpunkt kommt, wo wir ihr sagen, wie die Krankheit exakt heißt. Und das war eine spontane Entscheidung und die hing eben mit diesem Lauf zusammen, wo dann Andrea gesagt hat, so, jetzt kann sie damit eigentlich nicht mehr hinterm Berg halten. Die Corinne weiß, dass sie ein krankes Blut hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ihr auch zu sagen, wie die Krankheit im Prinzip heißt. Weil letztendlich dieser Lauf, wie nennt sich das? Also es war so, die Corinne kam nach Hause und sagt, kannst du Sponsoring machen? Ich sag, für was bitte? Sagt sie, ich habe den Zettel verloren. Sag ich, bitte kümmere dich, ich mache nicht irgendwelchen Sponsorengeschichte, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Ruf eine Freundin an und frag sie. Und die Corinne macht es und es war schon abends. Und der Lauf war am nächsten Tag. Und kam und sagte zu mir, wir laufen für Kinder in Afrika, die haben AIDS oder so ähnlich heißt die Krankheit. Ich habe das noch nicht gehört. Und da bin ich wahnsinnig erschrocken, weil ich gedacht habe, oh, eigentlich läufst du jetzt für dich selbst. Tabletten nehmen würde, dann hätte ich auch AIDS. Aber meine Krankheit heißt nicht AIDS, ich habe HIV positiv. Das hat mir meine Mama dann erklärt, nachdem ich, nach diesem Lauf halt, dass ich dann HIV positiv habe. Noch jemand ein Stück? Hm. Ein halbes? Es gibt nur ganze, es gibt ein halbes. Entscheidend, glaube ich, war, dass wir dann alle miteinander gesagt haben, okay, wie auch immer das verlaufen wird und wie sich der Krankheitsverlauf dann entwickeln wird,
versuchen wir doch, einem Kind, in dem Fall der Corinne, ein möglichst normales Leben zu geben, ohne zu wissen, ohne konkret zu wissen, wie lange das eventuell passieren kann. Ja, das habe ich nicht sofort entschieden. Also das war dann schon so, dass es hier Konferenzen gab, für und wieder. Und auch mit der Krankheit oder mit diesem Krankheitsbild, da haben sich unsere Kinder ja auch nicht ausgekannt. Nö, das ist halt so langsam dann entstanden aus dem Ganzen. Erstmal Interesse halt, nachgefragt, wie es so ist, wie es dann auch mit der Krankheit so aussieht. Ja, dann ist die Kunde einfach mal so immer probeweise gekommen. Das hat sich dann irgendwie so ergeben einfach. Und dann ist es so ganz langsam halt so ein bisschen gewachsen, sag ich ihr jetzt mal so. Und du bist ja mit in den Urlaub gefahren, dann ja, ist das so entstanden. Die Fragen, die auf mich zukamen, waren, was passiert, wenn diese Krankheit ausbricht und dann die Corinne sterben müsste. Das waren schon die Fragen. Ja. Ich meine, jeder kennt die Krankheit. Jeder weiß damit angeblich umzugehen. Und genau genommen weiß eigentlich keiner was Genaues. Und jeder fürchtet sich damit. Die Mama hat mir mal erklärt, dass, also, wenn ich jetzt eine gute Freundin habe und ihr das erzähle, dann kann ja auch sein, dass ich mich irgendwann mit ihr zerstreite. Und dass es dann irgendwie weitersagt und dass dann das Risiko ist, dass ich dann keine Freunde mehr richtig habe. Das ist dann. Wenn die Corinne jetzt in dieser Klasse sagen würde, ich habe euch was zu sagen, ich bin HIV-positiv, dann wüssten diese Kinder erstmal gar nichts anzufangen, sondern würden nach Hause gehen und würden sagen, die Corinne hat sich heute da vorne hingestellt und hat gesagt, ich bin HIV-positiv. Und da gebe ich dir schriftlich, dass da wird eine Hysterie ausbrechen. Da wird ein Amoklauf in die Schule. Und zwar von den Eltern. Corinne, kommst du da? Hallo. So, dann kannst du deine Jacke ausziehen. Okay, dann nimmst du einen Moment auf den Sofa Platz. Ja. Und ich hole dich vor, ob dein Mutter ist. Ja. Ah, Corinne, hallo, grüß dich. Grüß Gott. Hallo. Hallo, grüß dich. So, dann würde ich dich mal untersuchen und dann besprechen wir nachher noch die Befunde, oder? Mhm. Okay. Dann kommst du mal da drauf. Momentchen, ich wollte dich mal gerne abhorchen. Okay. Dann das mal hinten hoch. Geht es so? Mhm. Das ist auch hinten blatt. So, und jetzt mal fest atmen mit offenem Mund. Dann setzen wir uns noch mal zusammen und dann erzähle ich dir von deinen Befunden vom letzten Mal. Hinschreiben. So, und die Viruslast war nicht nachweisbar, also unter der Nachweisgrenze. Und die Helferzellen waren fast 1000, 964, also ganz normal. Ja, hast du vielleicht Fragen? Ja. Ich hol dann mal den Herrn Sonninger noch dazu, oder? Wenn du heute so viele Fragen hast, ja? Hallo. Also. Frau Potters, grüß dich. Hallo. Grüß dich. Mit Zettel heute? Ja. Ich habe so viele Fragen aufgeschrieben. Und wo sind die Viren? Also die Ansteckungsquellen sind Blut. Das heißt aber, dass wirklich nicht Blut nur über die Hände laufen muss. Da muss man dann wirklich offene Verletzungen an den Händen haben oder sich mit einer Nadel, wo man frisch Blut von einem Infizierten abgenommen hat, richtig reinstechen. Also Blutkontakte oder Bluttransfusionen, die verseucht sind, das sind die Ansteckungswege oder über Sexual, also Geschlechtsverkehr. Man hat ja bis heute so etwas noch, also weltweit auch noch nirgends festgestellt, dass so in einem familiären oder in einem sozialen Kontext irgendwie das Virus übertragen worden wäre. Also von daher kann man da einfach sicher sein, dass so diese normalen Sachen, die man aber leider immer noch häufig zu hören bekommt, so gemeinsames Benutzen einer Toilette oder das Trinken aus demselben Glas, wenn man von demselben Semmel abbeißt oder so, dass das eigentlich heute klar ist, dass auf diesem Weg keine Infektionen übertragen werden können. Ja. Also man muss es in der Schule ja nicht sagen. Ja. Ja. Das weißt du, gell? Ja.
Also das ist eine ganz klare gesetzliche Regelung, dass es keine Meldepflicht oder Offenbarungspflicht wegen der HIV-Infektion gibt. Ja, also wenn ich jetzt einen Freund habe oder sowas und dann zusammenbleiben möchte, muss ich dem ja auch irgendwie dann sagen. Wie soll ich das dem dann sagen oder so? Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Und vielleicht einfach mal das Thema so ein bisschen unverfänglich anreißen, um erstmal so ein bisschen eine Einstellung zu dem Thema vielleicht auch mit abzufragen. Also wie verhält sich der dann? Ist er da recht abfällig oder ist er da eher so, dass er sagt, ah, Mensch, ja, die sind arm dran oder was weiß ich? Man kann ja auch anfangen wie zum Beispiel, was hältst du von HIV oder keine Ahnung, ob du da Angst hast oder keine Ahnung. Und dann würde er irgendwie reagieren und dann weiß ich, ob ich weiterspreche oder nicht. Also. Ich sage jetzt mal, das Risiko ist dann auch da, dass so eine Freundschaft, so eine Beziehung auch vielleicht daran scheitert, weil sich der andere zurückgesetzt fühlt, weil man da nicht das Vertrauen gehabt hat, das vorab anzusprechen. Ja? Ich habe es noch keinem so richtig gesagt eigentlich, aber... Vielleicht sollst du das mal der Alisa sagen, weil sie so weit weg lebt. Ja, das habe ich mir eigentlich schon öfters mal überlegt. Die kennt mich jetzt auch schon länger. Ganz schön schnell wieder ab. Ich meine, es ist immer so heiß. Dann ist es schon wieder kalt. Oh, ich meine, es ist nicht. Oh Mann, wir drehen mit den Augen. Geht's? Geht's, weinst du schon wieder? Du darfst nicht lachen, sonst weinst du. Aber auch so weine ich. Das ist erst nur so vor, also. Ist doch gut. Mhm. Bisschen ist schon oben. Mhm. Wie schaut's aus? Ist ja richtig gruselig. Sag mal, ja? Bei mir ist so alt und rot auf die Zähne drauf. Corinne, hast du schon deine Sachen eingepackt? Weil du schläfst ja bei der Alisa. Ja, die Blätter muss ich noch einpacken. Ja, vielleicht sollst du das mal der Alisa sagen, warum du deine Tabletten nehmen musst. Ja. Also ich habe es bis jetzt ja nur Erwachsenen gesagt, also weil es die Gefahr, dass es dann, wenn ich allein dastehe, ist dann ziemlich groß. Also, okay. Ja, aber es wäre vielleicht auch gut, wenn ich es meiner Freundin erzähle. Mhm. Also. Ja. Also ich habe eine Krankheit, also eine Blutkrankheit. Also das weiß auch deine Mama schon. Also, deshalb dreht sie auch einen Film über mich. Ja. Und die nennt man HIV-positiv. Oh Gott. Okay, das muss ich jetzt nicht merken. Ja, also Alpe habe ich sozusagen eine Krankheit im Blut und die ist halt aber auch nur übers Blut übertragbar, also nicht über Hände schütteln und gleich ins Klo gehen. Ja, dann müsstest du ja voll aufpassen. Ja, aber das denken halt die meisten Leute, dass es über das übertragbar ist. Und deshalb kann ich es keinem erzählen, weil sonst würde ich alleine dastehen. Mhm. Weißt du, das Problem ist nicht so wie du zum Beispiel, dir hat sie es jetzt gesagt und du sagst, okay, für dich ist das in Ordnung. Du verstehst unter der Krankheit nichts, aber das Problem sind eigentlich die Eltern. Und deswegen ist es halt so, dass es du bitte niemandem erzählst. Deine Mama weiß es ja, die kann damit umgehen. Aber dann würde das für die Corinne unter Umständen ganz schwierig werden. Ja. Nee, erzähle ich keinem. Kennst du HIV? Mhm.
Das ist eine Viruskrankheit. Wenn man nur HIV-positiv ist, ist man ein Träger dieser Viren. Und es gibt diese Medikamente, dass die Krankheit nicht ausbricht. Wenn sie ausbrechen würde, dann wäre das dann AIDS. Heißt das, sie hat AIDS. Mhm. Kennst du die Krankheit? Ja, die kenne ich. Genau. Hast du da schon mal was gelesen? Oder, nee, oder? Ich weiß jetzt nur, dass man, wenn man das hat, dass man dann dran stirbt, glaube ich. Ja. Aber also, wenn es ausgebrochen ist. Ja, nicht unbedingt, aber dann wird es sehr schwierig. Also dann muss man Chemotherapie machen. Und ja, meine Mama ist ja auch eigentlich an der Krankheit gestorben, weil die hat ja auch das gehabt. Man hat auch ihre Tabletten nicht genommen. Oh. Vielleicht die Tabletten nehmen, bricht es nicht aus. Ich hatte da schon ganz bisschen Angst, dass das ausbricht. Innerlich, glaube ich. Ganz egal, ob ich HIV bin oder nicht. Bewundere dich voll. Wenn ich mir dann immer denke, was ich traurig bin oder so, dann ich mir immer so, eigentlich müsstest du nicht traurig sein. Nicht schlecht. Wow, das sieht cool aus. Das war wirklich gut. Der Ball. 1, 2. Ja. 53. Seid ihr aufgeklärt worden im Schulunterricht? Wir hatten es in der 5. und wir kriegen es nächstes Jahr nochmal. Und was wird denn da alles? Erklärt man auch, wie man verhütet? Nee, das nicht. Wir haben uns so einen komischen Film angeschaut in der Schule. Wie so ein Baby sich entwickelt im Bauch. Ja, und, genau. Wie sie sich dann küssen und so. Nein, ja. Wie sie sich küssen, das haben wir nicht gelernt. Diese komischen Dinger, die aussehen wie Kaulquappen. Wie die so ein Wettrennen machen. Kondome machen, dass die komischen Kaulquappen nicht durchkommen. Ja, wie soll man es jetzt anders beschreiben? Aber ihr wisst, dass Kondome auch schützen mit der gegen die Krankheit sozusagen. Ja, die schützen gegen alles, was dann in deinen Körper kommen würde. Egal, Krankheit, irgendwas. Würdest du es ihm erzählen? Also wenn du jetzt einen Freund hättest. Aha. Also ich meine jetzt, wenn du älter bist. Es kommt darauf an, wie lange ich mit ihm zusammen bin. Ja, klar. Also nicht, wenn ich erst seit einer Woche zusammen bin. Dann sagt, ach du, ich habe eine Krankheit, du, ja. Ja, genau. Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn es was fest ist, dann vielleicht. Aber vielleicht. Ja. Naja, ich weiß noch nicht. Ja, das muss man, ich glaube, das ist so, das muss man so gucken, wie der Typ drauf ist und so. Ja, aber es verstehen kann. Ja, also, genau. Ja, ja. Aber wenn es nicht verstehen kann, ist es ein bisschen doof. Und was der für Eltern hat. Genau, oh ja. Meistens sind Typen ganz toll und haben dann total doofe Eltern. Mhm. Achtung, wir haben jetzt Grasregen. Das passt. Du holst so schnell eine Taschentücher und dann kannst du aufs Trampolin gehen. Okay? Okay. Seit 14 Jahren kennen wir uns jetzt. Und kennengelernt haben wir uns durch unseren Damenstammtisch. Da waren wir auch noch ziemlich viele, aber jetzt sind wir nur noch zu zweit. Aber es macht auch nichts. Corinne ist für mich so ganz ein normales Mädel einfach. Weil ich glaube, sie ist uns einfach auch in die Familie reingewachsen. Die gehört auch irgendwie dazu. Das stimmt. Und das ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll.
es kommt auch in die Medien, ja, das ist ganz was Gefährliches, aber wie hoch die Ansteckungsgefahr eigentlich ist, das kommt ja gar nicht drüber. Es gibt ja nicht nur, es wird immer in die Schiene gestellt, Schwule, Junkies, was auch immer. Es gibt so viele Leute, die durch eine Bluttransfusion das gekriegt haben. Deswegen haben ja das, also es wurde immer als was Unsauberes hingestellt. So sehe ich das eigentlich. Ja. Und es gibt diese guten und die schlechten Krankheiten. Und es ist eine Sexkrankheit. Ja, ganz so wird genau. Es hingestellt. Das ist einfach, die Aufklärung ist, finde ich schon gerade schlecht. Deswegen möchte ich auch, dass das also gerade bei uns hier so verschwiegen wie möglich behandelt wird. Weil wenn das jemals aufkommen sollte, dann ist für die Corinne vorbei. Sie fasst da keinen Fuß mehr. Das weiß ich. Zeige ich dir mein Lieblingsgrab. Das schaut im Sommer ganz toll aus. Das ist ganz dicht bewachsen mit Rosen. Und für die Mama machen wir das auch wieder. Pflanzen wir wieder Rosen ein? Ja. Und kaufen ein und dann bepflanzen wir das neu. Ja. Die wäre jetzt bestimmt auch schon so groß. Bestimmt. Ist ja schon jetzt 6 Jahre. Ja. Dann. 6 Jahre, ja. Stimmt. Im Juli, glaube ich. Du warst in der ersten Klasse. Ja. Ja. Zünden wir dann die Kerzen an. Mhm. Das machen wir immer, dass wir, wenn wir irgendein Problem haben oder irgendwie mal so Stress oder sowas, dann gehen wir in die Kirche und zünden mal Kerzen an, schicken die ganzen Sorgen der Mama hoch. Und meistens sind sie dann aufgelöst danach, also haben wir keine Sorgen, keine Probleme mehr. Sie hat schon Respekt vor mir. Aber wenn ich sie frage, hast du das gemacht? Dann wird sie erst mal jetzt auch nicht laut, böse, schreiend, stampfend. Alles. Programm rauf und runter. Ich hasse dich. Du bist nicht meine Mama. Schon schwer, gell? Ja. Am Anfang habe ich dich ja wirklich gehasst. Ja. Wenn ein Kind keine Erziehung hat, kann man sich vorstellen, macht es, was es will. Und nur, was es will, sonst gar nichts. Und das war das Hauptproblem. Und dann zu akzeptieren, dass es nicht mehr geht, das ist sehr schwierig. Und da waren wir ja auch 4 Jahre beim Psychologen. Und wir beide sind schon verzweifelt. Weil ich denke, das schaffen wir nicht und die Corinne will nicht. Und irgendwann ist uns das dann eingefallen. Jetzt ist eigentlich mal gut. Wir kennen beide ja nichts dafür. So. Und jetzt müssen wir das mal der Mama hochschicken, dass die das für uns regelt. Ist dir kalt oder nicht? Das gibt blaue Hände.
Am besten stellt man den Helm so ein, indem man ihn aufsetzt. Wenn er auf dem Kopf sitzt, dann kann man ihn hinten größer oder kleiner stellen. Also, sobald ihr den Boden verlasst, müsst ihr euch sichern. Schon ganz schön hoch. Was? Schon ganz schön hoch. Ich sehe nicht so gut. Ja. Oh mein Gott. Und wie ist es? Ja, ist schon anders, als wenn man unten geht. Ja, bei dem Tick-Tack hier, wo es anfängt, das erste, das rutscht voll weg. Und wie ist es? Los! Was? Es geht schon? Boah, es wackelt vielleicht. Halt du drin! Erster! Check! Yeah! Warte mal! Warte mal eine halbe Stunde bitte, weil wir jetzt gar nicht wissen, was das Wetter macht. Okay. Und das sind jetzt eh also bei dem braucht man so lange da durch. Ich bin schon schwindelfrei, aber irgendwie, wenn du dann da oben irgendwie auf so einem Geländer drüber balancierst, weiß nicht, wie große Höhe, hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ja, ich bin schon stolz. Aber ich glaube nicht, dass das was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Nee. Eher mit Überwindung und ja, dass man halt was geschafft hat. Weil du kannst doch total schüchtern sein und super am Klettern. Und in der Schule, dass du dich nie traust zu melden, aber trotzdem gut bist. Klasse. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen Außenseiter in der Klasse, aber das macht nichts. Das ist manchmal ganz gut. Bei uns gibt es totale Gruppen. Also innen in der Klasse halten wir gut zusammen, wir verstehen uns auch mit den anderen, aber zum Beispiel in der Pause oder so, da gibt es bei uns totale Gruppen. Aber das heißt nicht, nur weil man weniger in der Gruppe ist, dass man Außenseiter ist. Ich bin ein Mensch, der über alles redet. Also zumindest mit Freunden. Also ich habe, glaube ich, bei der Sarah und für die Milena, ich musste mal echt scharf nachdenken, irgendwas zu finden, was ich denen nicht erzähle. Irgendwie so eine Freundin in meinem näheren Umkreis, die es wissen würde, wäre schon ganz cool. Weil ich meine, die reine Richtige in meinem Alter bist jetzt du. Mhm. Und wir treffen uns nicht so oft. Ja. Also wenn ich es hätte, ich habe mir schon überlegt, ich glaube, ich würde es der Sarah und der Milena sogar sagen. In der kompletten Schule weiß es keiner. Außer unser Schuldirektor. Und ich habe halt da meine Freundin so ein bisschen ausgetestet, genau, wie sie darauf reagieren würde, wenn ich sie sagen würde. Also ich habe das Ganze mal richtig, was er alles erzählt hat, und habe einfach nur gesagt, ja, das willst du machen, wenn dein Freund oder eine Freundin sagen würde, sie hat HIV. Und sie so, ja, ich würde sie stehen lassen, Hand auf, weggehen. Ja, da habe ich gestern auch gestanden, weil ich kenne keinen in der Klasse, der so reagieren würde. Wenn dann vielleicht ein bisschen auf, okay, und wie kann ich mich anstecken und fass bitte auf oder sowas. Aber ich könnte mir nie vorstellen, dass irgendjemand aus unserer Klasse sagen würde, ja, dann lasse ich dich stehen. Also nicht aus so einem Grund. Hier ist es. Ja. Hereinmarschiert. Grüß Gott. Grüß Sie, Gott. Grüß Gott, Herr Marzak. Grüß Sie, Grüß Gott. Gott. Hallo. Hallo. Grüß Willkommen. Gott. Kommt Dankeschön. Hier rein, bitte schön. Die Situation, dass es sich, also wir uns für Sie geoutet hätten, wäre mir generell die liebste gewesen. Das geht nicht, weil einfach die Menschen zu wenig bereit sind, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, aus meiner Sicht. Ganz Ihrem Wunsch entsprechend weiß es nur ich und meine Stellvertreterin. Mhm. Wir zwei sind die Einzigen, die darüber gesprochen haben.
sonst weiß es eigentlich niemand. Das war ja so von Anfang an ihr Wunsch. Also ich finde es schon wirklich sehr erstaunlich, wie sie mit all diesen Belastungen umgehen kann, wie sie hier selbstbewusst auftreten kann. Natürlich gibt es sicherlich irgendwo Phasen der Depression und das wird zu Hause dann geäußert. Ja, klar. Aber dass sie das schafft hier in der Schule und nochmal nicht nur so eine mühsame Fassade, die sie aufrechterhält, sondern ich begegne ihr einfach fast immer nur lachend. Das ist zum einen natürlich für uns schön zu hören, zum anderen ist es allerdings auch irgendwie trotz alledem beklemmend und erschreckend zu erfahren, dass ein Kind in diesem Alter mehr oder weniger schon eine Art Schauspielrolle einnehmen muss. Auch andere haben ganz große Probleme mit Jungs und tiefste Enttäuschungen. Bei ihr wird das noch mal etwas stärker vielleicht werden. Vielleicht. Aber es ist auch so nichts ganz Außergewöhnliches. Ich meine, in jungen Jahren macht man sicherlich die eine oder andere auch Enttäuschung durch. Das gehört mit dazu. Nur bei ihr wird immer im Hintergrund gespeichert sein, dass sie sagt, das ist jetzt nicht, weil der Junge jetzt gerade eine andere Flamme gesehen hat, die ihm besser gefällt und, sondern sie wird es immer damit verbinden mit ihrer Krankheit. Und dieses Thema aufzuarbeiten, muss ich wirklich sagen, weiß ich selber nicht, wie das gehen soll. Und sie muss einfach irgendwann in der Lage sein, ihr Leben komplett selber in die Hand zu nehmen und mit der ganzen Geschichte umzugehen. Insofern fördern wir sie und unterstützen sie in die Richtung, wie es nur geht. Hallo. Bist du auch krank? Ja, ich hab dir gerade drei Schnupfen. Ja. Was hast du denn in der Nacht? Nein, gar nicht. War es auch. Vormittag war es sehr viel trainiert. Ich hab uns Kind einschlafen. Ja. Kurz Fieber? Ja. Wieder, ja. Gut zu schützen. Aber ich glaube, ich mach dich selber geschickt, weil es gerade gekratzt hat. Ich hab nichts Schöneres. Wahrscheinlich. Vor allem, wenn es so gesund ist und so brav. Da kann man froh sein. Grundsätzlich geht man schon davon aus, denke ich mal, wenn man in der Schwangerschaft alles richtig macht, sich bemüht und dass man dann ein gesundes Kind zur Welt bringt, ist es immer Schicksal. Da war die Corinne 15 Monate alt. Da hat die Mutter ja erst selber das erfahren. Und das ist bei der Geburt schon gleich gemerkt? Nein. Die hat man das bei der Geburt nicht? An was ist denn das merken? Das wird doch untersucht, denke ich. Ja. Die war in Braunschweig, da hat man das ja nicht untersucht, nur in Bayern. So. Aber die wusste es nicht. Sonst hätte man ja Vorsorgemaßnahmen getroffen. Und dann wäre die Corinne nicht infiziert worden. Das ich glaube, wenn man weiß, dass die Mutter HIV hat, dann. Und die Kinder, die kommen dann, glaube ich, per Kaiserschnitt auf die Welt. Jetzt auch nicht mehr. Oder auch nicht mehr, aber zu 95% kriegen die Kinder dann, stecken sich nicht an. Die kriegen eine Injektion 4 Wochen vor der Entbindung, soweit ich weiß. Und danach Medikamente 1 Monat lang. Und damit ist der Käse gebissen. Wir haben eine Frau kennengelernt in einem Seminar. Die hat vor 2 Jahren ein Kind geboren, auf dem normalen Geburtsweg. Die wusste ja, dass sie HIV-positiv ist. Das Kind ist kerngesund. Also ich denke, wenn ich, also angenommen, ich hätte das Virus noch in mir, wenn ich ein Kind, also wenn ich schwanger wäre, und ich dann ein Kind auf die Welt bekommen würde, was gesund wäre, das wäre, glaube ich, nochmal Glücksgefühl, weil das ist immer dieses, ja, ist es gesund, ist es nicht, und du rechnest ja damit, dass es krank sein könnte, weil du eben auch infiziert bist, und wenn es dann gesund ist und du es geschafft hast, dass das Kind nicht infiziert ist, ich glaube, das ist dann nochmal, ich keine Ahnung, das wäre dann nochmal mehr Glücksgefühl. Ich glaube dir. Ja, ich möchte lachen. Ja, ich möchte lachen. Die Fotomodel bist du. Ich mag schon Kinder bekommen. Aber bis dahin habe ich noch Zeit. Ja. Ich werde es auf alle Fälle anders machen als meine Mutter. Wenn ich ein Kind möchte, dann würde ich auch dafür sorgen, weil sonst ist es ein Schmarrn. Werde ich schon für dich da sein. Ja. Und für meine kleine Nichte werde ich auch schauen, wenn sie mal größer ist. Ich glaube schon, dass die leibliche Mutter wesentlich wichtiger ist für ein Kind als jetzt
irgendwie eine andere Mutter, weil mit der hast du halt das Ganze erlebt. Du denkst halt, du warst bei ihrem Bauch drin und sie hat alles mit dir mitgemacht und so. Meine Mutter hat mich geschlagen und war brutal mit mir. Und trotzdem sehe ich meine Mutter als meine richtige Mutter an und liebe sie auch als meine richtige Mutter. Und sie ist halt jetzt nun mal nicht mehr da. Aber wenn sie jetzt noch da wäre, ich glaube, es wäre jetzt immer noch schwer für mich, wenn sie noch leben würde, weil du denkst halt, ja, wie machst du das? Kannst du die Adoptivmutter jetzt dann so lieben wie deine richtige Mutter und du bist dann in den Konflikt dann so drin? Ich bin müde. Was ist eigentlich? Mama? Magst du zu Oma? Kommt die Oma. Aufzug. Mama, Aufzug. Also wir haben uns entschlossen, das Haus zu verkaufen, aus wirtschaftlichen Gründen. Und viel Rasen mähen und stundenlang Hecke schneiden und alleine. Das ist ein Irrsinnsaufwand. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Haus zu verkaufen. Deshalb ziehen wir jetzt nach Grassau, bis die Corinne ihr Abitur fertig hat. Und dann können wir uns in aller Ruhe das suchen, was uns gefällt, was für alle irgendwie praktisch ist. Schlafzimmer machen. Mhm. Magst du mir noch sagen, welche Möbel jetzt zu mir reinkommen oder nicht, damit ich das ungefähr... Weiß ich jetzt nicht. Kann ich dir jetzt ehrlich nicht sagen. Das Zimmer wird jetzt die nächsten 14 Tage sicher nicht fertig. Das ist sicher. Da brauchen wir noch Regale und so weiter. Das stapelt meine Kisten jetzt aufeinander und mit die Bier. Ja, auch. Du musst lernen. Geht nicht immer so, wie du dir das vorstellst. Ich dachte, am Wochenende kann ich schon einräumen. Mit der Sophie zusammen. Und wie soll ich das tun? Weiß ich nicht. Aha. Wie? Das ist jetzt was nicht ganz so wichtig ist, Karin. Wir müssen erst das Wichtige machen und dann können wir einkaufen gehen. Verstehst du? Mhm. Gut. Ja, das ist jetzt alles ganz schwierig im Moment. Also eine andere, neue Phase, da muss man durch. Und da hat sie Corinne in meinen Augen doppelt schwer. Und die Corinne verhält sich dadurch auch gegenüber ihren Mitschülern falsch. Aus einer Verunsicherung heraus. Und das müssen wir jetzt behandeln, aus einer wirklichen Angst heraus. Ich will das gar nicht erleben, was passiert denn dann mit mir? Und das macht sie wütend in anderen Geschichten. Ja, ich bin nach außen hin eher verschlossen. Ich, keine Ahnung, eben diese Schutzwand da. Das ist sowohl in der Schule als auch hier in der Familie, wo ich mich eher so ein bisschen hinsetze und eher gar nichts sag und lieber still bin, bevor ich irgendwas Falsches sag. Und ja, ich weiß nicht, wer mich mag, wer mag mich nicht und keine Ahnung. Skeptisch. Dann haben wir eben diese Therapie angefangen, weil ich einfach nicht wollte, dass das für sie so bleibt. Aber da war es eher sperrig.
Und es hat also nicht dazu beigetragen, dass es hier leichter wurde. Ja, keine Ahnung. Mir ist das ziemlich gleichgültig. Einerseits freue ich mich schon, weil ich hoffe, dass es dann besser wird alles. Andererseits freue ich mich nicht, weil ich Therapeuten hasse. Also, so halb. Ich freue mich schon, wenn ich dahin gehe, aber naja. Es kommt drauf an, wie es halt dann ist. Ich hasse dieses ganze therapeutische Geschwafel. Wie fühlst du dich? Ja, wie fühle ich mich schon? Innerhalb von 5 Minuten verändert sich meine Gefühlslage jetzt nicht. Ich war so verzweifelt, weil ich kurz davor war, für die Corinne einen anderen Platz zu suchen, weil ich nicht mehr konnte. Es war dann so, dass ich das Jugendamt informiert habe, dass das insbesondere für die Corinne und für mich im Moment nicht mehr geht. Dass es sie nicht weiterbringt. Und wenn sie so unglücklich ist und so eine Wut und so aggressiv ist, dass ich jetzt einfach kapituliere, weil es für das Kind nicht gut sein kann. Das war ziemlich ja, hart. Aber anders nicht möglich. Und wie eine Eingebung. Ich habe einen Katalog, den habe ich mal kommen lassen. Der heißt Fahrten, ferne Abenteuer. Und die Corinne kam nach Hause und ich habe zu ihr gesagt, Herr Mayer, schau mal, ich habe heute für dich etwas gebucht. Ich gehe noch mal in Vorleistung. Und sie hat sich furchtbar gefreut und gesagt, das kannst du machen, wenn du dich ab jetzt sofort, und das musst du dir überlegen. Und ich nehme dich beim Wort. Wenn du ab jetzt sofort den Schalter umkippst. Und Schottland war einfach wunderbar. Es war so cool. Wir hatten coole Betreuer, eine richtig coole Gruppe von 16 Teilnehmern. Wir haben uns alle super gut verstanden und auch super gut einfach gegenseitig geholfen. Am Abend im Zelt ist immer ganz besonders gewesen, haben uns dann immer alle zusammen hingelegt, haben uns noch gegenseitig massiert, ewig lang noch geratscht, eine Fackel in den Eingang reingestellt. Es hat geregnet die ganze Zeit, aber das ist ja egal. Das macht ihr Spaß. Sie ist genügsamst. Sie gibt ab, ob die im Dreck wühlen muss, weil irgendwo der Bart in die Seltenheit läuft oder nicht, das ist ihr scheißegal. Und sie wäscht für die anderen die Wäsche. Und also Wahnsinn. Für mich wäre das der Horrortrip. Aber sie liebt sie und das finde ich genial, ehrlich. Und dann haben wir so eine Art Matratzenlager in seinem Haus gehabt. Mit Isomatten und Schlafsäcken. Und sind am Abend dann noch da gesessen. Der Paul hat wieder Gitarre gespielt. Paul ist unser Fahrtenleiter, der ziemlich gut Gitarre spielen kann. Und haben uns super gut verstanden. Und ja, das war einfach so cool. Paul erzählt, dass ich HIV-positiv bin. Das habe ich schon länger im Kopf, also nach Schottland eben, wo ich mir gedacht habe, okay, dem vertraue ich echt. Und Paul ist so richtig chillig. Also. Die sind alle chillig, wie du so sagst, wenn es um nichts geht. Aber dann würde ich meine Erfahrung machen mit jemandem, dem ich es erzähle. Wo es noch nicht so viel bedeutet. Aber andererseits, dann, wenn er es weiß und er dann trotzdem nichts dagegen hat, ist dann auch ganz schön Erfahrung, die ich mache. Wie sich zeigt, wechselt ja ständig irgendwelche, der ist gut, der ist nicht gut, der hat sich entpuppt, dann hat er wieder, da muss man unglaublich aufpassen,
Jetzt haben wir es so lange nicht gemacht und du musst in Ruhe dein Abi fertig machen können. Ja, aber ich denke mir manchmal auch so, ja, warum? Ist doch scheißegal, machen wir halt kein Geheimnis mehr drauf. Scheiß aufs Abi. Nein, sagen wir, klar, drauf. Machen wir es nicht, aber das denke ich mir trotzdem manchmal. Weil du wirst in die Schule nicht mehr gehen können. Und wir brauchen jetzt nicht das letzte Jahr Mobbing. Und aus diesem Grund. Ich sag's aber nicht irgendjemandem, wo ich dann nicht wüsste, dass es. Also, das weißt du nicht. Klar kann es in die Hose gehen, aber es kann genauso gut auch gut gehen. Also ich mache mir schon viele Gedanken zur Zeit drüber. Oder halt so die letzten Jahre jetzt darüber. Ja. Jetzt haben wir so lange dicht gehalten, jetzt werden wir das letzte 1,5 Jahr noch hinbringen. Und dann ist gut. Und dann kann die Corinne machen, wie sie will. Und vielleicht ist sie so ein Pionier, der was bewegen kann, was sich sonst niemand traut. Also im Großen und Ganzen wünsche ich mir natürlich schon eine Freundin, der ich irgendwas erzählen könnte, die mir auch viel bedeutet und der ich viel bedeute. Ich meine, ich habe Freunde und dann freue ich mich, dass ich die habe. Und dann denke ich, das sind die Freunde überhaupt. Und dann nach ein paar Monaten merke ich, dass es irgendwie dann doch nicht so ganz passt. Also es ist halt schwer, irgendwie eine Fassade zu wahren oder halt, ich versuche es allen recht zu machen. Ich versuche nach außen halt wirklich brav und lieb zu sein. Aber klar, irgendwann habe ich auch dieses Unwohlsein in mir drin oder halt irgendwie immer wütend oder keine Ahnung was. Und dann lasse ich das halt raus und am Ende ist dann doch keine Person da, die es erzählen könnte. Wenn du nicht geschrien hättest, ich hätte gar nicht gemerkt. Ich bremse einfach, du Achtung, reißt das scheiße Auto. Und, oh. Ich war gerade gedanklich woanders. Ich will nur gesagt, ein Auto bremst, schert der Eis, so gut bist du auch kein Auto gekommen. Ich habe nur gesagt, eine Bremsspur. Ist gut gegangen. Ist erschreckend, aber ist gut gegangen. Ja, aber die Gelenke geht's gut, ja. Das war echt Glück. Thank you.
Klinik war für mich noch nie ein Problem. Also, ich meine, alle 3 Monate und jetzt seit 18 Jahren ist das irgendwie jetzt dann schon bald wirklich Alltag. Ich warte, Karin. Ja. Also es gibt Gott sei Dank diese Medikamente, aber das sind Chemiebomben seit ihrem 2. Lebensjahr. Jeden Tag diese Wahnsinnstabletten. Und wenn die Leberwerte permanent an der Grenze sind und die kann sich nicht erholen, das ist kein Spaziergang. Wann sind denn da die Termine jetzt? Ich glaube, 7. Mai fängt es an. Oh ja, aha. Na, dann kannst du gar nicht viel genießen, du Arme. Ja, es geht, aber bisschen Ferien schon. Ah, gut. Und wie geht's dir sonst so? Ja, eigentlich ganz gut. War alles okay? Ja, passt. Super. Medikamente klappt alles, ne? Ja. Wann hast du die denn zuletzt eingenommen? 23 Uhr gestern Abend ungefähr. Ja, aber ganz tapfer rein. Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mit dem Tod, was vielleicht verwunderlich ist, weil eigentlich habe ich ihn ja hautnah erlebt durch meine Mama. Aber vielleicht ist es ein Schutzreflex von mir, dass ich mich gar nicht mit dem Tod beschäftige. Also es macht mich nicht traurig, es ist mir eher gleichgültig. Mein Tod, ich bin jetzt 18 Jahre alt, warum sollte ich an Tod denken? Das hat für mich jetzt noch keinen Grund, daran zu denken. Meine Oma ist jetzt 88, okay. Mit der rede ich dann schon mal über den Tod. Die sagt mir jedes Mal, dass sie jetzt wahrscheinlich bald sterben wird und so. Aber ich persönlich denke nicht an den Tod. Meinst du das ganz noch? Ja, das darf ich nicht. Aber. Wie spät ist es? 3 Minuten. Was? Drei Minuten. Da bin ich 18. Ah, auf der Fahrt. Mal einen Sekt langsam von unten holen. Ja, wäre eine Idee. Eigentlich schon, ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Coco. Happy Birthday to you. 1, 2, 3. Ich hab's ja. Yeah! Prost! Auf dich! Alles Gute zum Geburtstag. Auf dich! Jetzt kann ich gratulieren. Ja, sorry. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Prost! Prost! Wir haben schon Prost. Total, ich hab nie was gekriegt. Oh ja, Prost. Dein Geschenk Prost. Kommt gleich. Wir sind auch 18. Jetzt gibt's gleich 18. Das muss auch länger machen. Du bist jetzt auch schon alt, ha? Schon. Hier, und da drin ist doch irgendwo mehr. Du, Mama hat mir geschrieben. Meine liebe Corinne, ich wünsche dir alles Liebe und Gute zu deinem besonderen Geburtstag. Vor allem wünsche ich dir Glück und Zufriedenheit. Alle deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Feiere schön, deine Momo. Okay. Dann. Ich habe hier noch 2 Geschenke. Diese Blumen da hinten sind symbolisch für dein Leben, dass du verblühst und ein schönes Leben hast. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Liebe für dich. Und das ist unser Geburtstagsgeschenk. Bin ich ja mal gespannt. Cool. Ich krieg ein Dinner zum Geburtstag geschenkt. Aber das könnte ich ja nicht besorgen. Stimmt. Dankeschön. Bitte.
Da müsste man ein bisschen die Oberweite rauslassen. Sie hat ja eine perfekte Dirndlfigur. Eigentlich ja, ja. Links ist ledig, rechts ist verheiratet. Ich denke, jetzt soll ich hier mal davon aus. Verheiratet bin ich noch nicht dran. Das geht schneller, als man denkt. Bist frei sozusagen. Darauf schauen die jungen Männer. Ja. Ich bräuchte noch zwei Gabeln, bitte. Ich kann sie mir auch nehmen. Ja. Kann bis später. Ciao. Weißt du, der Jackie kommt später. Ja, das ist toll. Oh mein Gott, ich freue mich. Morgen, das ist super, wenn du mal verliebt bist. Schon? Lernst ihn auch mal kennen. Ja, genau. Dann werde ich mir die Knaben mal genau anschauen. Cool. Alles im Team, aber einfach dann da. Ja, genau. Hey, da muss ich ein bisschen in die Puschen kommen. Ausnahmsweise. Oh, warum kommt der nicht täglich? Ja. Can you read the signs that I'm sending you? I'm not sure what you think of me. Please tell me that you will be my boyfriend. Das ist der Jackie, das ist meine Oma. Die Maike kennst du. Und Tobias kennst du auch, das ist die Katrin. Und der Rest kommt noch. Magst du nur trinken? Wir haben Cola, Spezi, Fanta, Eistee, Apfelschorle, Johannisbeer, Saft. Mineralwasser. Okay. Ich weiß noch nicht. Darfst du jetzt nicht so laut sagen, oder? Wir können ja mal in mein Zimmer gehen. Bei uns am erst so innerhalb der Ferien danach dann so besser kennengelernt. Wir haben uns noch mindestens 10-mal getroffen und waren eben zusammen auch auf dem Reggae-Festival ganz viel zusammen. Es war halt so ein zwiegescheidenes Gefühl, einerseits total wohlfühlen bei ihm. Ich meine, er hat mich in den Arm genommen, wir sind Händen rumgelaufen, haben uns geküsst und alles Mögliche. Andererseits auch nachdem er es mir gesagt hat, dass es nichts ist, haben wir trotzdem noch so weitergemacht und das war halt so ein bisschen das Komische. Aber ich hatte trotzdem den schönsten Sommer meines Lebens, also von dem her. Ich weiß gar nicht mehr so. Ich hoffe, es nicht.
Hier, Corinne, ich darf dir dann ganz herzlich gratulieren. Du hast es geschafft, bestanden das Abitur. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast ein tolles Abitur gemacht. Und das ist die Durchschnittssumme. Okay. Bist du zufrieden? Ja. Ja. Es geht. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Okay, was wirst du damit anfangen? Weißt du schon? Ich möchte Sozialpädagogik oder soziale Arbeit machen. Da brauche ich keinen C von dem her. Ah, das passt doch wunderbar. Gut, dann auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Nach dem Abi ist relativ viel geplant. Jetzt muss ich mir sozusagen erstmal einen Studienplatz suchen. Und mein Studium fängt im Oktober an. Und dazwischen habe ich natürlich auch noch ganz viele Pläne. Jetzt so Freunde besuchen, feiern, weggehen, vielleicht in Italien arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Und ja, da werde ich mir eine Wohnung suchen. Und dann wird's losgehen. Tanzbelos, Leute! Es ist ein geiles Festival. Es ist ein geiler Tag. Und ihr seid geil. Danke fürs Mitlaufen. Der Paul spielt auf einem Festival in Straubing. Und wir hatten in Schottland eine super tolle Zeit, wo wir auch viel gemacht haben. Und ich habe eben ganz viel Kontakt noch mit Paul gehalten, jetzt nach dem Schottland. Und freue mich jetzt echt drauf, dass ich ihn mal wieder sehe. Und hoffe, dass das auch eine schöne Zeit wird. Wir haben auch schon ganz viel geplant, was wir da machen. Wieder so campen und zelten und Lagerfeuer und alles Mögliche. Auf geht's, Faces!
Also es ist schon befreiend, wenn ich es jemandem sagen kann und ich dann einfach weiß, mit dem kann ich jederzeit über meine Krankheit reden. Und der Paul wohnt in Bayreuth oben, also ist ziemlich weit weg von hier. Selbst wenn er negativ reagieren würde, na gut, dann habe ich zwar einen sehr guten Freund verloren, aber es hat keine Auswirkungen auf mein anderes Umfeld. So. Bei Jungs macht man immer so einen Test. Wenn du jetzt schreien würdest, dann wär's zu locker. Seil? Okay, was du jetzt quasi einfach machst, du nimmst das raus und hängst den Karabiner mit diesem blauen Teil an deine Gürtelschlaufe hinten ran. Ja, glaub, passt. Passt, schön. Na dann, nachkommen. Hab gar keine Kraft mehr in den Arm. Danach ist easy, das ist die letzte schwierige Stelle. Sehr gut. Yes, bei Kall. Hey. Zack. Klettern hat ja ziemlich viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Also es gibt was, was ich erzählen möchte. Auch weil ich dir einfach vertraue. Okay. Und ja. Okay. Ich bin HIV-positiv. Im Ernst jetzt? Ja. Okay. Es ist eine ziemlich schwierige Sache. Also die Krankheit an sich ist ja nicht schlimm. Ja. Weil ich kann es ja keinen anstecken. Aber das Problem ist halt, wem erzähle ich es eben nicht, weil halt die heutige Gesellschaft da ziemlich viel Probleme damit hat. Mhm. Wie halt auch mit schwul oder lesbisch oder so. Ja, ja. HIV ist ein Schimpfwort mittlerweile. Und das macht's mir persönlich ziemlich schwer, es irgendjemandem anzuvertrauen, weil ich immer Angst haben muss, ich verliere denjenigen, oder? Mhm. Krass. Ja. Was soll man da jetzt sagen? Naja, aber das verändert ja quasi deine ganze Lebenseinstellung, oder? Nicht so? Naja, das Problem, wie gesagt, ist nicht die Krankheit selber. Ich vergesse eigentlich, dass ich es habe, weil mir geht's gut. Also ich nehme Tabletten jeden Tag. Ja, die halten den Virus eben zurück. Wenn ich sie nicht nehmen würde, dann würde sie ausbrechen. Dann hätte ich AIDS. Es ist halt, wenn du eine Person ganz gern magst und ihr halt grundsätzlich alles erzählst über dich und sie weiß über meine Kindheit Bescheid, dass jeder weiß über meine Kindheit Bescheid. Das ist eine Sache, wo ich leicht drüber reden kann. Aber eigentlich das, was mich hauptsächlich im Leben... Was dich behindert, weil du kannst ja dann auch nicht einfach dir irgendeinen Partner raussuchen, den du haben willst, oder? Es ist mittlerweile eigentlich alles ziemlich einfach. Warum? Ich meine, du würdest den ja auch anstecken dann im Endeffekt. Nein. Nee. Also, ich kann die Pille nicht nehmen, das funktioniert nicht. Aber mit Kondom stecke ich keinen an. Ja. Und es gibt sogar Studien, die bewiesen haben, dass wenn ich ohne Kondom mit einem Jungen schlafen würde, das Risiko, dass der angesteckt ist, bei 0,01% oder so ungefähr ist. Aber wie gesagt, ich bin ja noch Jungfrau, also ich habe mich damit noch nicht so ganz befasst. Okay. Und ich glaube, auch wenn ich einen Freund hätte, dann würde ich erst mal, also ihm das schon relativ bald erzählen, aber dann trotzdem noch relativ lang warten, weil das dann noch mal ein großes Thema wäre. Mhm. Aber Sex spielt jetzt für mich nicht so eine große Rolle, also. Also du kannst mich alles jederzeit fragen. Hm? Du kannst mich alles jederzeit fragen. Mhm. Also musst du es nicht jetzt machen. Also die Frage ist, ob das überhaupt eine richtig große Rolle spielt, weil wenn es dir gut geht und wenn du damit leben kannst, weißt du, dann ist es ja eigentlich völlig Banane für den Rest. Ja. Und Vorurteile habe ich keine und von daher ist es eigentlich auch egal.
ist für mich ein gutes Gefühl, dass ich jetzt weiß, ich kann es jedem sagen nach dem Abi. Vor dem Abi musste ich schweigen. Auch wenn ich es jemandem erzählen wollte, ich musste schweigen. Jetzt nach dem Abi kann ich es jedem erzählen und kann es selbst entscheiden. Das ist schon ein schönes Gefühl. Ich möchte, dass dieser Film die Leute aufweckt. Und ich hoffe auch, dass viele meiner Freunde sich da ein bisschen noch Gedanken darüber machen und denken, oh, okay, die hat das HIV. Okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Ich meine, sie war ja ganz normal. Take me far away, dear train. And I'll sing my favorite songs. Go straight on, dear train. Start to awaken. Where will my journey take me? Who will be waiting for me? Isn't a dream.